Guten Morgen! Ich bin heute hier mit der Cynthia und wir haben eigentlich schon beim Rohkost-Potluck ein Video aufgenommen mit epischer Länge über eine halbe Stunde zusammen mit der lieben Hanna und ja, leider hat es da keinen Ton aufgenommen. Deswegen machen wir das heute noch einmal und das hat einen guten Grund, weil das, was Cynthia tut, das finde ich sehr, sehr gut und das gehört auch, ja, gehört. Also, worum geht's? Ich habe ja schon vor längerer Zeit Videos auch gemacht über Tampons und dass da Glyphosat ist und dass die Tasse eine gute Alternative ist. Und Tasse ist natürlich, und das war so immer so ein Punkt, wo die Leute sagen, hey, das ist ein Kritikpunkt, ist nichts Natürliches, ist halt so ein Kunststoff, was man einführt. Und viele Menschen oder viele Frauen sagen dann einfach, ich wünschte mir einfach eine natürlichere Alternative. Ja, und dann hast du eine Idee gehabt, beziehungsweise die Idee, die gibt es schon seit Jahrhunderten oder so. Mhm. Aber du möchtest das jetzt einfach, ja, publik machen, beziehungsweise etwas, ja, dass das mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Und was ist das? Ja, genau. Also Hanna und ich haben den großen Traum, dass wir Frauen dabei unterstützen, zurück in ihre urweibliche Kraft zu finden. Und ein Teil dessen ist halt der Weg der Menstruation. Mhm. Und wir glauben, desto natürlicher wir mit unserer Menstruation umgehen, desto mehr haben wir auch die Chance, zurück in unsere weibliche Kraft zu kommen und unseren Körper anzunehmen und uns als zyklische Wesen anzunehmen. Genau, und wie Christian das schon angesprochen hat, es gibt die tolle Alternative zu Tampons, nämlich die Cups. Und dann gibt es jetzt aber noch eine komplett natürliche Variante und das ist Entspann. Ich zeig dir mal in die Kamera. So sieht der aus. Das ist die Kamera. Und so sieht der Schwamm im Meer aus. Und der wächst praktisch auf einem Stein oder so. Also auf unterschiedlichen Untergründen kann der Schwamm wachsen, zum Beispiel auf einem Stein. Und dann tauchen Taucher ins Meer. Die Schwämme wachsen überall in allen Weltmeeren. Und schneiden den Schwamm ab, zum Beispiel hier. Und dann kommt so ein Stück Schwamm mit an die Oberfläche. Und aus dem Schwamm werden dann so kleine Schwämme herausgeschnitten. Ah, okay. Also das heißt, die transportieren die nicht oben, sondern machen unten zack, 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 zack und es schwimmt alles nach oben, dann tun sie es abfischen. Genau, also die müssen es dann schon in der Hand behalten. Das schwimmt jetzt nicht automatisch nach oben, das wird weggewirbelt werden. Ah, okay. Aber genau, die schneiden unten einen Teil ab und dann sammeln die Teile ein und nehmen sie wieder mit nach oben. Okay. Und dadurch, dass sie aber noch ein Stück von dem Schwamm da lassen und nicht alles abschneiden, ist halt gewährleistet, dass das wieder nachwachsen kann. Wie beim Bärlauch, dass man den nicht komplett aberntet, sondern halt nur ein, zwei Blätter abnimmt. Genau. Ah, okay, schön. Und ihr wart sogar jetzt in Griechenland, dann habt ihr diese Taucher da, ja, quasi euch damit auseinandergesetzt, wo gibt es noch Taucher und ja. Da gibt es auch ein Video, auch ein eigener YouTube-Kanal, wie heißt der? Der heißt Luna Sponja im Moment. Luna Sponja, Luna Sponja von Mond. Genau, von Luna der Mond und Sponja der Schwamm. Okay. Genau. Gut, und wo ist jetzt der Vorteil, außer dass es natürlich ist, von dem und ja, zum Beispiel ein Cup? Was würdest du sagen? Oder ist die Natürlichkeit der reine Vorteil oder gibt es da auch irgendwie irgendwas was Handfestes? Ja, also, es gibt auch was Handfestes. Also zum Beispiel saugt sich der Cup so am Unterleib fest, am Muttermund. Und das erzeugt halt einen starken Unterdruck. Und dadurch haben viele Frauen Schmerzen, wenn sie den Cup entfernen oder auch wenn sie den Cup einführen. Und der Schwamm, der ist halt so weich und so geschmeidig, wenn man den. Ja. Also jetzt ist er gerade hart. Ja. Aber wenn du den in Wasser einweichst, wird er halt super weich. Okay. Und es gibt ja sicherlich auch irgendwie Qualitätskriterien, also könnte ich mir da einfach so einen Schwamm bei DM, so einen Naturschwamm nehmen und einführen, also jetzt als Frau, oder gibt es auch Sachen, auf die ich achten sollte, oder vielleicht magst du dazu was sagen? Also bei DM werden halt gerade überhaupt gar keine Naturschwämme verkauft, sondern wenn du in denen Schwämme bekommst, dann sind das alles geblichene Schwämme. Okay. Die sind halt braun. Und diese geblichenen Schwämme sind halt sehr hell. Und diese geblichenen Schwämme haben halt eine längere Lebenszeit als die Naturschwämme. Die Naturschwämme können bis zu mehreren Jahren leben. Oder also die geblichenen haben eine kürzere. Genau, die geblichenen haben eine kürzere Lebenszeit. Genau. Und was war deine Frage nochmal? Was da Qualitätskriterien sind? Zum Beispiel die Poren, die sind groß, genau, klein. Genau. Also die Poren dieses Schwammes, den nennt man auch Levantinerschwamm, die sind halt extrem fein, also ganz, ganz klein. Dadurch kann das Blut halt auch gut aufgesaugt werden und
also genau, das ist halt gute Qualität, weil das ganz tief unten im Meer geerntet wurde. Also desto feinporiger die Schwämme sind, desto tiefer im Meer werden die geerntet. Okay. Und ein anderes Qualitätskriterium ist halt auch, dass es eben ein Naturschwamm ist und nicht geblichen. Und dass es ziemlich schwierig ist, heutzutage noch an Naturschwämme ranzukommen, weil die auf dem Markt nicht gerne gesehen werden, weil es halt viel ästhetischer ist, so einen weißen Schwamm zu haben. Ah, okay. Und jetzt stelle ich mir das vor, das Ding, das führe ich mir ein und dann saugt sich das mit Blut voll. Das hat ja eine gewisse Kapazität. Ja. Könnte man die vielleicht so in Stunden irgendwie... Ja, also so je nachdem, wie stark deine Periode ist, so 4 bis 6 Stunden kann man den drin lassen. Und man merkt das aber auch als Frau. Mhm. Also ich merke mittlerweile, wenn der Schwamm vollgesogen ist, dann wandert er ein bisschen Richtung Vaginalausgang und dann... kannst du den ganz leicht rausholen und du solltest den halt wechseln. Okay. Und die Lebensdauer von so einem Schwamm? Also wie lange hält so ein Schwamm, wenn ich den jetzt zu jeder Periode benutze, also einmal im Monat quasi? Also Mindestlaufzeit sind 4 Monate. Okay, 4 Monate. Also 4-mal benutzen und dann ist er... Was ist dann? Und dann kann man den immer noch nehmen, aber dann riecht er halt ein bisschen und ist ein bisschen rötlich gefärbt. Und dann kann jede Frau selber entscheiden, okay, empfinde ich das noch als... Angenehm oder nicht, genau. Okay. Aber die Saugeigenschaften, die bleiben trotzdem erhalten oder ist das wirklich dann... Nee, die Saugeigenschaft bleibt erhalten, okay. Genau. Gut, okay. Dann natürlich das Wichtigste, im Vergleich zu den Kapseln und so weiter, was kostet denn so ein Schwamm, wenn man den kauft? Und wo kann man den kaufen? Wenn du sagst, man kommt ganz schwer ran, das ist ja genau das, was du jetzt erreichen willst, ja, wahrscheinlich genau. Das dann irgendwie genau. Publik zu machen. Genau. Wo kann man den dann jetzt kaufen? Also so perspektivisch gesehen wollen wir den in alle deutschen Biomärkte bringen und okay. In alle Unverpacktläden. Und jetzt ganz konkret demnächst... In wenigen Tagen wird er im Unverpacktladen in Bamberg zu kaufen okay. sein und im Online-Shop von David Ikwe Ibobis. Das ist auch ein YouTuber, der zum Thema Rohkost arbeitet. Genau, okay. Und da kann man sich den bestellen? Genau, und der Schwamm, der wird zu solidarischen Preisen verkauft. Okay. Und das wollen wir halt machen, um so ein Statement zu setzen von, hey, wir wollen irgendwie anders wirtschaften. Wir wollen, dass noch spezifischer geguckt werden kann, welche Frau kann gerade wie viel geben, möchte gerade okay. wie viel geben. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass die Schwämme ohne Baumwollsäckchen für 3, 7 und 12 Euro verkauft werden okay. und Säckchen mit handgenähtem Baumwollbeutel für 15 und 15 Euro. Und das dann je nach Größe oder was die Leute geben können? Was die Leute geben wollen. Die Größen werden alle zu gleichen Preisen verkauft. Sprich, okay. wir wollen halt, also wir haben auch überlegt, wollen wir das so machen, aber sind darauf gekommen, es ist vollkommen diskriminierend, wenn wir einer Frau, die eine größere Vagina hat, weil sie Kind geboren hat zum Beispiel dann den Schwamm teurer verkaufen. Ja. Ja. Wobei natürlich auch mehr Schwamm da. Ja, klar, aber trotzdem empfinde ich irgendwie... Empfindest du das als... Ja, unangenehm. Genau. Ja, das stimmt. Ja. Sehr schön, also gefällt mir auf jeden Fall diese Idee, auch so dieses Ganzheitliche, dass ihr auch an die Gefühle denkt und also das... Ja. Wir sind jetzt halt auch extra nach Griechenland gereist, um uns die Schwammtaucher anzuschauen und kennenzulernen und zu gucken, ernten die wirklich nachhaltig, weil du kannst ganze Ökosysteme zerstören, wenn okay. du es falsch machst und kannst richtig Raubbau an der Natur betreiben. Und wir haben halt geguckt, dass die dezentral ernten, dass die wirklich so abschneiden, dass noch was von der Pflanze übrig bleibt und dass sie den Schwamm vorher nochmal ausdrücken, bevor die den abschneiden, weil so gewährleistet wird, dass die Sporen des Schwammes sich nochmal im Meer verteilen und in die anderen Schwämme übergehen und so dann mehr Schwämme an der Stelle wachsen. Und halt auch, dass die Schwammtaucher mit so einem bestimmten Bewusstsein daran gehen, dass das halt irgendwie ein kostbares Geschenk ist, dass das geerntet wird. Und jetzt arbeiten wir mit einem Familienunternehmen zusammen. Und, ist das, was in dem Video war oder ist das ein anderer? Das ist ein anderer. Ah, okay, da wollte ich schon wissen. Ja. Es gab mal ein Interview mit so einem, der sich da auskennt mit diesen ganzen Schwämmen. Und das war halt in Griechenland. Genau, ne? Genau. Und auf eurem YouTube-Kanal. Ja. Und das hat sie mich gesehen. Und ja, darauf, es war einfach aus Zufall. Wir war Rohkost-Potluck. Sie hatte gefragt, sie kommt direkt aus Griechenland und ob sie irgendwo duschen kann. Und ich war gerade auf dem Weg, nach Rohkost-Potluck. Ich sagte, ja klar, komm vorbei. Und du kanntest mich ja trotzdem schon, glaube ich, vorher, oder? Ja, Christian und ich, wir haben uns letztes Jahr auf einem Rainbow getroffen. Ja, ich wusste es aber nicht. Also, sie hat es mir gesagt und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, wir haben uns auf einem Rainbow getroffen. Ja. Stimmt, du warst der Groupie, der mich angesprochen hat. Nein, aber auf jeden Fall, ja, und dann war sie halt hier und dann habe ich mal geguckt, wer bei mir schläft. Ich schaue da schon auch mal nach, was da Facebook, was da so kommt. Und da war das halt mit dem Menstruationsschwimmen und ja, hat sich von Anfang an für mich gut angefühlt, wobei ich das natürlich nicht beurteilen kann, das ist mir vollkommen klar, aber man spricht ja trotzdem auch in seinem Umfeld auch mit Frauen über Menstruation, über Probleme und da ist halt so eine Sache,
genau das, dass dieser Plastikding halt einfach so was Unnatürliches ist. Und viele trauen sich auch nicht, eine freie Menstruation zu leben, weil es einfach in unserer Gesellschaft ein No-Go ist. Du kannst nicht einfach das Blut runterlaufen lassen und dann entweder ruft jemand einen Notarzt oder sagt, du Schlampe, steck dir von mir irgendwas rein oder was. Das kann doch nicht sein, wenn die erkennen, dass es Menstruation ist. Das ist halt einfach in uns nicht möglich. Von daher ist das auf jeden Fall ein super, super Punkt. Aber du hattest vorhin gesagt, dass das schon länger existiert. Wo hat denn jetzt die Geschichte mit dem Schwamm? Hat das, weißt du das genau, wo das angefangen hat oder wie die Leute drauf gekommen sind? Ja, also Frauen haben ja schon lange, also viele Sachen aus der Natur für das Leben genutzt, also Kräuter, um Krankheiten zu heilen oder so. Mhm. Oder in so nordischen Gebieten wurde Moos genutzt, um das Blut aufzufangen. Und in Gebieten, die halt nahe am Meer waren, wo es Schwämme sowieso zahlreich gab, zum Beispiel Südamerika, ein paar afrikanischen Ländern und auch im im asiatischen Raum wurden halt die Schwämme genutzt. Okay. Und das ist dann irgendwie verloren gegangen, das Wissen wurde nicht weitergetragen oder... Oder es ist einfach profitabler, andere Produkte herzustellen und vor allem reproduzierbarer, oder dass man sich aus quasi die Natur mit der Natur zusammenarbeitet, sondern einfach eine Industrie und dann einfach was raushaut. Und ich möchte aber trotzdem an der Stelle sagen, also aus meiner Sicht, bitte Tampons binden, nicht Tasse, wenn auf jeden Fall, und das ist auf jeden Fall eine Alternative. Aber die Tasse ist schon eigentlich eine gute Sache. Also finde ich nach wie vor, wirklich, wenn ich die Alternativen sehe, sie greift viel weniger ein in das, sagen wir, in das System Frau. Und von daher, ja, aber wer das mal probieren wollte, das kostet auch wirklich keine Welt. 3 Euro hast du gesagt, das billigste, oder? Ja, genau. 3 Euro, also das ist wirklich gar nichts. Einfach mal probieren. Und da ist auch nicht so, dass das irgendwie, naja, es ist halt, ist ein Schwamm. Das kann jetzt nicht irgendwie unsagbare Schmerzen verursachen. Das ist wahrscheinlich am Anfang ungewohnt. Aber es wird jetzt nicht die großen Schmerzen, oder? Also, Hannah und ich haben sogar die Erfahrung gemacht, dass es schmerzlindernd ist. Oh, gut. Ich habe schon bei David erzählt gehabt, ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass der Schwamm sich zu einem Großteil von Algen ernährt und Algen ja eine stark entgiftende Wirkung haben und, und die praktisch noch in den Poren des Schwammes gespeichert sind und dann auch schmerzlindernd wirken. Okay. Aber das ist auch total interessant, weil es gibt ganz wenig Forschung zu Schwämmen. Mhm. Es gibt in ganz Deutschland 2 Schwammforscher. In ganz Deutschland. Okay. Und mit einem Schwammforscher haben wir Kontakt. Ah. Und sind da immer mit ihm im Gespräch, ob das wirklich passt, wie das mit dem Ökosystem ist, wie das mit dem... Und habt ihr irgendwie so ein Forum oder eine Gruppe oder was, wo ihr, wenn Fragen auftauchen, irgendwie da auch zu reinschauen? Oder ist das der YouTube-Kanal oder gibt es da was? Oder was in Planung? Oder? Also wir haben halt eine Internetseite und da gibt es ein Kontaktformular, da kann man uns schreiben, genau, kontaktieren. Okay. Ja. Naja dann, also ich würde es probieren, wenn ich Menstruation hätte, obwohl Männer menstruieren auch. Ja. Das ist doch rund, alle 28 Tage. Ja. Aber ja, wir haben wahrscheinlich, kann ich sagen, glücklicherweise keine Blutung, aber nicht mehr als entgiftender Vorgang durchaus als angenehm vielleicht sogar vorstellen könnte. Ja. Aber zumindest in meinem Umkreis ist auch immer wieder mit Problemen in der Menstruation zu kämpfen. Ja. Hormonelle Schwankungen, das halt stimmungstechnisch und so weiter. Von daher glaube ich, für mich irgendwie finde ich es sehr gut, dass ich keine Blutung habe. Hm. Aber das ist halt wahrscheinlich dann auch, wie du das annimmst. Ja, genau. Also es geht voll darum, dass du dir deinen Zyklus anschaust und halt dir dessen gewahr bist, dass du verschiedene Phasen während deines Zykluses durchlebst und diese Phasen des Frauseins auch annehmen kannst und nutzen kannst für dich selber. Mhm. Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Der rote Mond von Miranda Gray. Und da wird ganz detailliert beschrieben, wie wir als Mondwesen funktionieren und wie wir die verschiedenen Eigenschaften der Phasen nutzen können. Also wenn euch das interessiert, guckt da auf jeden Fall mal rein. Okay, ich verlinke euch das Buch unten, genauso wie ihren YouTube-Kanal. Ja. Und ja, dann... Nee, ich muss noch auf was Wichtiges eingehen von vorhin. Du hast ja gesagt, das ist halt so schwierig irgendwie heute frei zu menstruieren für die Frauen. Ja. Und ja, ich stimme dir dazu, aber ich glaube, dass es nicht immer so bleiben wird. Also es gibt zum Beispiel aus alten Kulturen so Menstruationszelte, da haben Frauen zusammen drin gesessen und da waren Löcher gegraben halt in die Erde direkt rein und da konnten die Frauen sich über diese Löcher hocken und dann das Blut einfach fließen lassen. Und dann wurde da drin getrommelt und gesungen. Also als Zeremonie. Als Zeremonie, genau. Wichtigen Akt und nicht verheimlicht irgendwie schnell ins Klo und weg. Genau. Und sehr verbindend auch. Also alle Frauen haben das zusammen gemacht, deren Zyklen haben sich aneinander angeglichen. Und es gibt mittlerweile in so ein paar Lebensgemeinschaften wieder diese roten Zelte. Ah, okay. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir solche Zelte auch in die deutschen Großstädte bringen. Krass. Also, gerade die Großstädte, ist vielleicht sinnvoller, eher in den Randgebieten erstmal anzufangen, in Großstädten, dass da eine Frau...
Ja, aber halt so als langfristige Zukunftsvision, so, dass Frauen halt eine Möglichkeit haben, irgendwie das doch zu machen, also doch frei zu menstruieren. Das ist so unvorstellbar jetzt gerade, dass in Großstädten so, das wäre natürlich geil, aber also was dahinter steht, ne? Zurück, was Natürliches Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und wie gesagt, habe ich alles unten verlinkt. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann wird Cynthia und auch die Hanna euch auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite stehen und ja, schauen wir mal, wo das Projekt hinführt. Ne? Mhm. Alles klar, na dann macht's gut. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt natürlich direkt unter diesem Video fragen. Ich leite das Cynthia auch weiter und sie wird dann auch da. Genau, wir werden antworten. Gut, und an der Stelle nochmal alles Liebe an Hanna, die leider ja, hier nicht im Video zu sehen ist. Ich hatte das Video, aber es hatte keinen Ton gehabt. Mhm. Also, Christian ist wirklich ein wundervoller Gastgeber. Ich habe gestern noch am Abend zu ihm gesagt, Christian, wie konntest du nur uns beide Verrückte aufnehmen, weil wir fragen, können wir irgendwie bei jemandem duschen? Ja. So, Christian kannte uns überhaupt nicht und wir durften trotzdem zu ihm nach Hause kommen. Und also das ist, also Christian hat wirklich ein riesengroßes Herz und wenn ihr seine Fans seid, dann also schaut auf jeden Fall weiterhin seine Videos. Es lohnt sich sehr. Alles klar. Okay, na dann danke. Jetzt müssen wir schnell beenden, Christian ist beschehen. Ja, gut. Dann mach's gut. Tschüss. Ciao. Mensch, du kannst Videothema.